Hallo, ich begrüße euch. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr mit einem ganz einfachen Trick, und zwar mit einem einfachen Lineal, in Klausuren super schnell Kreuzkorrelationsfunktionen, Autokorrelationen und auch Faltungen ausrechnen könnt. So, und das Prinzip ist ganz einfach. Und zwar, ihr habt also hier eure Funktion. Und dann nehmt ihr ein Lineal, das ist ja zugelassen in einer Klausur, und einen wischfesten Stift, ne, so ein schwarz oder grün. Ne, ich zeige das mal. Dann dürft ihr nämlich auf dieses Lineal die Funktion, mit der gefaltet oder mit der die Autokorrelationsfunktion gebildet werden soll, die malt ihr also hier drauf. Und hier ist jetzt die Funktion, mit der das Ganze geschehen soll. So, und jetzt nehmt ihr dieses Lineal mit eurer zweiten Funktion und dann schiebt ihr, nehmen wir das Signal hier, schiebt ihr hier so Stück um Stück das zweite Signal über das erste. Nehmt die miteinander mal und integriert das. Also ihr bildet praktisch die Fläche unter der Kurve. Ja, und da macht ihr hier unten dann Stück um Stück, so Punkt um Punkt. Je nachdem, bei solchen Signalen müsst ihr dann die Punkte miteinander verbinden. Und bei solchen Signalen sind das dann halt einzelne Punkte. Ne? Für jeden Zeitpunkt ist das also ein Wert. Ja, ich habe euch mal fünf Beispiele dafür präpariert und die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. So, das hier ist unser erstes Beispiel. Wir möchten gerne von dieser Funktion hier die Autokorrelationsfunktion bilden. Deswegen haben wir hier auf dem Lineal diese Funktion nochmal aufgemalt. Nun schieben wir das Lineal von links nach rechts über diese Funktion und hier unten auf dieser Zeitachse tragen wir dann die jeweiligen Werte auf. So, fangen wir mal an. So, jetzt schneiden sich die Funktionen noch nicht. Das heißt, wir haben hier in diesem Punkt den Wert 0, ne? Weil wenn wir hier die Funktion mit der mal nehmen, kommt 0 raus. Und wenn wir hier die untere Funktion mit der überen mal nehmen, kommt auch 0 raus. Deswegen ist die Summe 0. Jetzt schieben wir mal ein Stück weiter. Jetzt beträgt der Wert hier. Haben wir hier, also nehmen wir mal an, die Amplitude wäre 1 mal 1 und dann aber jeweils hälftig, kriegen wir hierfür zum Beispiel je nach Skalierung diesen Wert. Jetzt schieben wir ein Stückchen weiter, jetzt überlappen die voll und ganz. Das heißt, wir haben jetzt hier die maximale Überlappung der Wert mal dem Wert und dann kriegen wir hier diesen maximalen Wert. Wenn wir jetzt weiterschieben, haben wir jetzt immer nur die hälftige Flächenüberlappung, also hier den halben Wert von dieser maximalen Amplitude. Dann schieben wir weiter. Dann ist hier wieder 0 mal 1 ist 0, 0 mal 1 ist 0, also hier gibt das wieder 0. Jetzt schieben wir nochmal weiter. Gut, da kommt jetzt natürlich immer überall 0 raus, weil immer eine von beiden Funktionen den Wert 0 besitzt. So, da wir es hier um eine kontinuierliche Funktion. Da wir es mit einer kontinuierlichen Funktion zu tun haben, müssen wir dann diese Punkte hier miteinander verbinden. Das ist also die Autokorrelationsfunktion von dieser Rechteckfunktion. So, dann haben wir noch eine andere Funktion für Beispiel Autokorrelationsfunktion. Das ist diese hier. Nehmen wir mal an, die hat hier die Amplitude 1 und hier wäre dann minus 1. Das zeichnen wir uns dann wieder hier auf das Lineal auf, legen das erstmal weit links genug an, also so, dass keine Überlappung stattfindet. Dann schieben wir nach rechts. So, jetzt fängt hier die Überlappung an und hier kann man noch sagen, hier beträgt der Wert 0. Weil wenn man diese Funktion mit dieser Funktion mal nimmt, kommt überall 0 bei raus. Nehmen wir mal hier ist unsere Markierung, ist der Wert 0. Jetzt schieben wir mal weiter. So, jetzt haben wir hier 1 mal minus 1. Das gibt dann den Wert an der Stelle von
minus 1. Jetzt schieben wir mal weiter bis dahin. Hier haben wir 1 mal 1, gibt 1. Hier haben wir minus 1 mal minus 1, gibt auch 1. Das zusammen addiert, gibt den Wert 2. So, hier ist unsere Markierung, 1, 2. Jetzt schieben wir weiter. So, jetzt haben wir hier wieder plus 1 mal minus 1, gibt minus 1. Hier ist unsere Markierung. Schieben wir weiter. Jetzt haben wir gar keine Überlappung mehr. Deswegen haben wir hier an dieser Stelle den Wert 0. So, jetzt müssen wir wieder diese Pünktchen miteinander verbinden. So, 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 so. Hier zwischen jeweils, so, ich habe das jetzt hier so großzügig miteinander mit einem Strich verbunden, ist deswegen gerechtfertigt. So, wir gehen nochmal in diese Position. Wir schieben das jetzt hier drüber. Jetzt fängt an, diese gemeinsame Fläche hier wird größer, und zwar in linearer Art und Weise, weil wir hier jeweils ja zwei Rechteckimpulse haben. Ne? Deswegen setzt sich das jetzt hier sofort größer, 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 ist ja hier an der Stelle größer, 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 also Maximum, und jetzt hier wieder linear kleiner. Unser drittes Beispiel zeigt jetzt einmal eine Kreuzkorrelationsfunktion. Dabei multipliziert man die eine Funktion mit der anderen, wobei man halt wieder diese andere über diese erste Funktion schiebt, und man guckt sich dann die gemeinsamen eingeschlossenen Flächen an. Also man nimmt erstmal beide Funktionen für die jeweilige Zeit miteinander mal, integriert das Ganze dann, und das entspricht dann praktisch der Fläche unter der Kurve. So, jetzt malen wir uns, weil wir diese Kurve verschieben wollen, auf das Lineal, beziehungsweise wir haben das schon gemacht aus unserem vorherigen Beispiel. Ne, das ist das hier. Legen hier links an, schieben von hier links. So, bisher ist also noch keine Überlappung, beziehungsweise das Produkt der beiden Funktionen gibt 0. Wir haben also hier an der Markierung den Wert 0. Jetzt schieben wir mal hier so ein ganzes Stück weiter. So, hier ist 0 mal 1 gibt 0, plus 1 mal minus 1 ist minus 1. Wir haben also an dieser Stelle hier den Wert minus 1. Jetzt schieben wir nochmal hier weiter. So, jetzt haben wir hier ist 0 mal 1 gibt 0, aber hier haben wir 1 mal 1 gibt 1. Dann haben wir also hier an der Markierung 1. Dann schieben wir jetzt hier weiter. Und hier ist bereits 0, hier ist überall 0. Das heißt, ab hier besitzt die Funktion den Wert 0. Jetzt verbinden wir die Punkte miteinander. Das dürfen wir auf lineare Art und Weise tun. So sieht das dann aus. In unserem vierten Beispiel betrachten wir nun eine Kreuzkorrelationsfunktion von einem zeitdiskreten Signal. Ja, da haben wir also so einzelne Pünktchen. Sagen wir mal, die hätten hier die Amplitude 3. Hier ist unsere Zeitachse. Jetzt soll diese Funktion mit dieser Funktion kreuzkorreliert werden. Also die hier malen wir wieder auf das Lineal, das ist das hier. Und jetzt schieben wir das Lineal von links kommend hier so rüber. Nehmen wir mal an, das hier ist ja unsere Markierung. Dann haben wir hier ist noch keine Überlappung. Dann haben wir hier, fehlt noch die Zeitachse. Hier ist der Wert 0. So, jetzt kommt es jetzt hier zur ersten Überlappung. Nehmen wir mal an, das hier ist ein Drittel der gesamten Höhe mal 1 gibt ein Drittel. Und hier vorne überlappt noch nichts. Das heißt, wir haben also insgesamt hier einen Wert von ein Drittel. So, ein Stückchen weiter. So, jetzt sind wir also hier auf diesem Zeitwert. Jetzt haben wir hier zwei Überlappungen. Einmal haben wir hier 2 Drittel mal 1 gibt 2 Drittel. Hier ist 1 Drittel mal 1 gibt 1 Drittel. Beides zusammengezählt, das ist ja die Summe, gibt dann 1. Das ist jetzt hier so.
Jetzt schieben wir einen weiter. Jetzt haben wir drei Überlappungen. Hier einmal 1, einmal 2 Drittel und einmal 1 Drittel. Alles zusammengezählt gibt also 1 plus 2 Drittel plus 1 Drittel gibt den Wert 2. Das passt jetzt hier gar nicht hier so richtig hin. Muss ich jetzt mal hier oben hinmalen. So, jetzt schieben wir noch ein Stück weiter nach rechts. Jetzt haben wir hier einmal 1 gibt 1, einmal 2 Drittel gibt 2 Drittel. Zusammen ist also 1 plus 2 Drittel. Also 1 plus 2 Drittel. Da sind wir hier. Jetzt schieben wir den. So, das Lineal hier hin. Jetzt haben wir nur noch eine Überlappung. Das ist dann auch die letzte. Einmal 1 gibt 1. So, und im Weiteren gibt es dann keine Überlappung mehr. So, hierbei werden die Punkte nicht miteinander verbunden, weil wir ja ein zeitdiskretes Signal haben, ne? Lauter einzelne Werte. So sieht dann hier die Kreuzkorrelationsfunktion aus. Jetzt unser letztes Beispiel, da machen wir mal eine Faltung. Eine Faltung ist so ähnlich wie die Kreuzkorrelationsfunktion mit dem entscheidenden Unterschied, dass man die Funktion mit der gefaltet werden soll. Die muss man einmal so umdrehen. So, ich habe jetzt hier mal das Lineal umgedreht. Ne? Vorher war hier der hohe Wert, jetzt ist vorne der niedrige Wert. Und jetzt macht man eigentlich genau das Gleiche wie bei der Kreuzkorrelation. Man fängt von links an, diese Funktion über die erste Funktion drüber zu schieben. So, hier machen wir unsere Zeitachse. So, hier bei der Markierung, hier überlappt noch nichts, ist der Wert 0. Jetzt ist die erste Überlappung, einmal 1, ist hier unser erster Wert. Jetzt haben wir hier zwei Überlappungen, einmal 1 plus 2 Drittel ist 1 plus 2 Drittel, so ungefähr. Jetzt haben wir hier die volle Überlappung. Das hatten wir aus dem vorherigen Beispiel gesehen, das gibt insgesamt die Summe 2. Also hier haben wir 1, 2, hier bei der Markierung. So, jetzt geht es schon wieder raus. Jetzt haben wir hier 2 Drittel plus 1 Drittel gibt 1. Hier haben wir 1 Drittel. Und im Folgenden gibt es keine Überlappungen mehr. So, ne, sieht also aus spiegelbildlich zu der vorherigen Kreuzkorrelationsfunktion. Ja, das waren jetzt 5 Beispiele dazu, wie ihr also hier mit diesem Linealtrick, also ich habe damit persönlich super Erfahrungen gemacht, da ist man ganz schnell, ne, wenn man in Klausuren solche Funktionen bilden soll und grafisch aufzeichnen muss. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch damit etwas weiterhelfen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Barbara Kronberger.